Wir gucken jetzt mal draußen. Weil das wirkt immer wie so ein Point of No Return, dass ich da nicht zurück kann. Mach's erstmal Cutscene. Ich habe mich alle schlecht behandelt. Ich habe euch für Sport oder betrogen, als nur die Gestalt angeraubt, bevor der Wandel abgeschlossen war. Aber nach allem, was passiert ist, denke ich, dass ich euch verstehen kann. Ich denke, wir können auf Augenhöhe miteinander reden. Ich bin sehr glücklich, ob wir können. Im ersten Leben gemeint. Was war das? From now on, I'm going to sleep outside with you. Why? I can't accept that you aren't allowed in the village. It's stupid. So you're staging a protest? Have fun! Don't waste your time. But it just feels wrong. Well, that's really nice of you, but you still don't have to stay out here with us. Emil. You've got a super important mission. You can't sleep out in the rain. What if you catch a cold? Besides, I like camping with Kaine. Sometimes we sit around the fire and tell stories, or roast... Emil, that's enough. I got a fucking image to maintain. Mm-hmm. Das macht keinen Sinn. Ich bin draußen, das hier erreicht doch Sonne. Das muss doch drinnen sein, oder? So, warte mal, wir gucken mal. New Replicant. Damaged Map. Schauen wir jetzt nochmal. Pam, 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 pam. Das haben wir abgegeben, so. Das ist noch verwirrender beschrieben. Wo soll denn die Scheiße sein? Jetzt gucken wir mal, ob es im anderen Guide besser beschrieben wird. So, da waren wir. So, Village Lost Shrine. Also doch wieder zurück in. Das ist nämlich nicht da, wo ich sein soll. Es muss im Inneren sein. Bitte sei kein Point of No Return. Sonst drehe ich durch. Okay. So, guck mal, hier die Beschreibung sagt, im zweiten Stock, nördlich der Karte, also hier oben, wo ich den, ne? So, da ist eine eingerissene Wand mit zwei Türen. Betrete die Tür auf der rechten Seite. Hier sind alle Wände eingerissen. Was ist denn hier los? Für eine Party. Alle Wände sind eingerissen. Am Arsch die Räuber, ey.
Ich bin auch so gleich nicht mehr nördlich. Reicht doch jetzt. Das ist halt nicht nördlich, gell? Geht's raus. Wo soll es sein? Check's nicht. Hier sind überall kaputte Türen. Okay. Wir schauen nach, ob es noch eine andere Beschreibung gibt. Ich check nicht. Wo das sein soll. So, ich muss mir das jetzt echt anschauen. Was ein Mist. Das muss ich eventuell dann bei YouTube rausschneiden. Ist noch nicht im zweiten Stock, oder? Hä? Wo ist der lang gelaufen? Moment, Momentchen mal. Ich hab's nicht gecheckt. Hier ist irgendwo eine kaputte Wand. Hey, hier ist nirgendwo eine kaputte Wand. Wo ist der da langgelaufen? Warte mal. Also der ist auf jeden Fall durch so eine Tür gekommen. Dann ist er hier nach rechts. Es ist nicht hier.
Ey. Ich bin gerade dabei, mich mal hier zu konzentrieren und ihr kommt und kaspert alle rum, ja? Okay, das sind wieder die erste Etage. Ich habe jetzt echt keinen Nerv auf euch, gell? Wenn ich diese Aufgabe lösen will. Ich komme nur bis hier und dann habe ich keine Ahnung, wo ich suchen soll. Pass auf, ich mache jetzt Folgendes. Ich springe jetzt runter. Wenn dieser Hund jetzt wieder anfängt zu bellen, drehe ich sowieso durch. Und laufe jetzt denselben Weg, den der hier geht. Ich weiß irgendwie nicht mehr weiter. So, also erstmal die Treppe rauf in den ersten Stock. Okay, dann machen wir das auch. Stresst halt nicht. So, jetzt bin ich im ersten Stock angekommen. Dann geht er nach rechts durch die kaputte Tür da. Dann nach links. Okay. So, hier durch. Und hier gibt die Kamera wieder so. Dann geht's noch weiter bis zum Fahrstuhl. Da rennen wir auch mal hin. Und dann? Zum Fahrstuhl, dann nach dem Fahrstuhl geht's nach rechts. Das ist aber nicht der zweite Stock, ihr verarscht mich doch. Oh, ich glaube, ich weiß wieder, warum ich ein Problem habe. Ja, wisst ihr warum? Von den Haufen Schrott. Not but a pile of junk. It seems this treasure map was a ruse. Now what? His wife isn't gonna like this at all. Bevor wir das jetzt zurückbringen, machen wir jetzt oben noch Gretelblatt. Ich weiß jetzt, was mein Fehler war. Passt auf, passt auf, passt auf. Das ist der erste Stock. Und im Amerikanischen und Englischen ist das der zweite Stock, weil die zählen nämlich das Erdgeschoss schon als First Floor. Deswegen, ich habe eben nicht an diese Übersetzungsschwierigkeiten gedacht, habe ich einen Stockwerk weiter oben gesucht. Hätte ja lange suchen können. Na gut, komm. Okay, dann machen wir jetzt dann Schattenkanye. Bevor wir dann wieder ins Dorf, nämlich, wenn wir jetzt schon mal hier sind, damit wir dann auch gescheiter ins Dorf zurückkommen.
Ich muss gerade mal gehen und drücken. Also so halb habe ich ihn ja nicht unterdrückt. Ja, ich brauchte doch diesen Klotz irgendwie, um da hochzukommen, oder? Nee, dann doch in die andere Richtung. Zu weit. Brauchte ich den? Wirklich? Brauchte ich nicht wirklich, guck. Hier ist er, den ich brauchte. Der steht sogar noch fast da, wie er sein soll. Na. Wirklich jetzt. Geht ja auch umständlich, ne? We seem to be surrounded by a mob of helpless puppies. Just kick them aside. Von denen, die sagen ja eigentlich was, die würden nicht getötet werden. Gut, er will das sowieso schon. Aber die wollen auch mich eigentlich nicht angreifen. Die wollen sich nur verteidigen. Some creatures of the darkness. Lure them to the light. Pathetic to the end, I see. Aim for that statue. It's the leader. Ich bin es nicht. Ja, ich bin sie. Sie haben mich gerettet. Alter! Jetzt die nerven schon ein bisschen. Marcia, komm her. Guck mal hier. Ein Hieb, zwei Hiebe und der ist schon gleich down. Freunde. This is one stubborn son of a bitch. Damn it, damn it, damn it. Nee. Wie konnte man noch mal sich heilen? Ich hab's vergessen. Ach so, so war's. Boom. Ha! Where is the challenge?
Ja, jetzt rutscht es ja noch weiter runter. Das ist aber auch neu, oder? Die Kommentare von Tywin bei dem. Bathe in the blood of your victims. Kaputt. Jetzt noch Shadow Kanye. Das hat es in Ordnung. Fakte. Während sie mit so einem riesigen Ding gestochen ist. Darin hat sich den Schaden. It's Kaine's shade. We've no other choice. We must strike it down. Der Bosskampf ist auch gleich rum. Irgendwann ist auch mal Drakengard dran, denke ich. Hier kommt's jetzt runter. Habibi. Okay, jetzt werde ich doch ein bisschen angepisst. Fall doch mal runter jetzt. Komm doch runter. Eigentlich ist der Bosskampf schon längst rum, aber irgendwie will das Vieh nicht drauf gehen. So, geht doch. Ich denke so, was ich mache, du Eierkopf. Das Spiel kommt irgendwie nicht mit mir mit. Transform again. We'll just stop it again. As many times as it takes. I don't care how tough it is. We're gonna get you back. I like sleeping outside because I'm with you, Kaine. I'm able to ignore my appearance and keep going because of you. I'm weak and I'm sad and I'm lonely, but you make me strong. You're my friend and I need you. So don't you dare leave me.
And thanks. I'm alright. Okay. Vielleicht machen wir doch Batman, weil, wie gesagt, das muss ich ja sehr zeit. Das mache ich immer sehr zeitig. Und hallo Vincent. Erste der fünf versiegelten Verse. It's me. It's got some kind of writing on it, but I don't know what it says. How remarkably useless of you. Machen wir Popula. Oh, soweit. Na, ein bisschen Stress. Der Alltagsstress, aber sonst. Determine its meaning. I think this is the key to unlocking the Shadow Lord's castle. Here. Mystic, du weißt genau, was das ist, ne? I wrote down all the words I can understand. This fragment is called the Stone Guardian. Given that you found it in the Lost Shrine, the words must mean something. There are spaces here for four other fragments as well. Sacrifice, the Law of Robotics, the Memory Tree, Loyal Cerberus. The Law of Robotics probably refers to the junk heap. And the Memory Tree might be the Forest of Myth. But as for Sacrifice and Loyal Cerberus... Not a problem. Hmm? If we want to fill in the words, we just run around the world killing every big monster we find. Yes, Mr. Yeah. Oh, splendid. By all means, let us undertake a murderous rampage. You're just shades. Besides, it's the only way to reach the Shadow Lord. It's a dangerous task. Yeah, well, Yona's in even more danger. But how can you even be sure that she's... Because she is! Right? Eigentlich ist sie nicht in Gefahr. Ach, Mann. The junk heap in the Forest of Myth, yeah? I'm on my way. Please be careful. Oh, and listen. Villagers know how much they've sacrificed, and they're thankful. I'll hurry them along the best I can. But can you please... I'll try. Aber... Wir gucken mal, ob wir erstmal die Quest abschließen können. Wenn noch was dazu fehlt, dann machen wir das jetzt beim nächsten Mal. Ach, komm, dann geht dann natürlich zum Märchen, weil das geht ja schnell. Es war echt so ungewohnt, wieder hier reinzukommen, dieses Spiel. Assassin's Creed Brothers, muss ich auch noch fertig aufnehmen. Scheiße, ne? Das machen wir vielleicht morgen oder sowas. Wir arbeiten das jetzt ab. Aber jetzt die Brotherhood und das Spiel hier sind ziemlich gleich weit fertig. Also es könnte ja mal dann weniger werden. We followed the map, but all we found was a pile of junk. I see. In that case, can I ask you to sell my jade hair ornament and purchase something shiny with the proceeds? Then we can give it to him and pretend that you found it. Ich kümmere mich hier nur um Ehestreit. Ich kann. This looks pretty valuable. That's because it is. But if it keeps that idiot husband of mine home safe... Well, should we obey the wife's request and... Na komm, verkaufen wir halt. Well, if that's what she wants, let's go to the Strange Thing store and see what we can get for it. Okay, aber da machen wir beim nächsten Mal weiter bei New Replicant. Jetzt habe ich erstmal wieder 3-4 Folgen. Mal abspeichern und wechseln das Spiel.